Heute werden die Damen, der Mann mit dem roten Helm. Auf geht's. Jetzt gut drucken. Zweimal noch. Aber das schaut gut aus für den Markus. Jawohl. Und jetzt schaut es vorne ganz leicht aus. Sehen das recht. Hoffen, dass da keiner aufs Brett fährt. Scheira hat die Führung übernommen. Gefolgt von Visinti. Das war schon komplett am Limit, da hat er vorher Probleme gehabt. Hier draußen, Scheira ist vorne weg. Ah, und der fährt einer davon schon. Naja, wart's mal ab. Scheira vor Visintin. Ja, jetzt sind sie natürlich drin im Windschatten. Wird's ganz spannend. Scheira, Visintin, Hill. Wo ist das Ding? Aus vierter Stelle, schau. Visintin bleibt an Scheira dran. Das ist ganz unangenehm. Ah, hat die Kurven ganz gut zugemacht noch. Jetzt hat er die Innenlinie. So, Scheira, wie sind die? Die beiden. Und die aus der Ossi ist auch dran. Gib Gas, Schatz, der Markus Scheira. Jawohl! Markus Scheira gewinnt hier in Montafon seinen Heimweltcup. Also, die Party heute am Abend ist gesichert und er darf sie wirklich. Ja, darf man noch Teambewerb fahren. Ja, so. Aber ich glaube, er lässt sie trotzdem nicht aus, so wie er Markus kennt. Das ist ein erster Heimsieg im Weltcup für Markus Scheira. Sein insgesamt vierter Weltcup-Sieg. Yes! Boah, hat er jetzt lang gewartet auf den Weltcup-Sieg? Was war immer am Podium, immer in der Qualifikation bei den Schnellsten dabei. Und jetzt wieder ganz oben und das daheim vor heimischem Publikum. Boah, das freut mich so. Wir sind ihn und Hill war Dritter. Ja, was für ein Rennen. Von der Spitze aus kontrolliert, kann man sagen. Das ist ein Kandidat, dieser Scheira. So ein kaltschnitziger. Na schau, da hat er schon die beste Position. Schau, da hat er einen Doppler kommt. Ist über den Schlag drüber gekommen. Die Fahrzeitkurven, also beim nächsten, da kommt der Fahrer auf. Das haben wir wirklich andere. Schau, und geht gleich zum Gino. Hier zum Ziel haben sehen wir das. Der erste, einer der ersten Platten. Da hat er sich schon gelöst, aber dann ist der Südtiroler noch mal herangekommen und auch Kevin Hill ist noch sehr gefährlich geworden. Ja, Traumergebnis. Wahnsinn. War schon im Vorjahr mit Platz 2 ganz hervorragend, aber jetzt startet die Saison mit einem Heimsieg von Markus Scheira. Und man muss sagen, seine zwei größten Widersacher eigentlich für den Snowboardcross-Weltcup, Pierre Voltier, hat sich gestern nicht qualifiziert. Ja, nicht unter die Top 48 gefahren. Nicht unter die Top 48. Und Alex Ciampi-Palin ist nicht angetreten. Das heißt ja, wir haben einmal 1000 Punkte Vorsprung auf die zwei Kandidaten. Ja, im Gesamtweltcup. Aber ich könnte mir vorstellen, da von der Siegerin, danke Susi. Ja, Markus, du bist da oben gestanden. Das erste Mal Weltcup-Sieg zu Hause vor den eigenen Fans, wie war's? Ja, Gänsehaut-Feeling pur war das gerade. Ich mein, wir haben es vorgenommen, dass wir es schaffen und irgendwie haben wir es zusammengebracht. Das ist einfach nur gewaltig. Wir plaudern gleich noch über das heutige Rennen und schauen mal deinen Weg zum Sieg an. Wir haben da ein paar Bilder zusammengestellt. Nach seiner überlegenen Quali-Bestzeit ist Markus Scheira mit der roten Startnummer vom Achtelfinale an der große Gejagte auf seinem Hauswerk. Der 26-Jährige lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen, fährt konstant schnell und gewinnt auf dem Weg ins Finale alle seine Läufe. Ihm dabei stets dicht auf den Fersen Vorjahressieger Omar Visintin aus Italien. Das ist auch das große Duell im Finale. Scheira erwischt einen tollen Start und liegt bereits nach der ersten Kurve in Führung. Dicht dahinter Visintin und der Kanadier Hill. Leider nicht dabei im Finale ist der zweite Vorarlberger Alessandro Hämmerle. Für ihn ist bereits im achten Finale das ausgekommen. Die Entscheidung um den Sieg fällt auf der Zielgerade. Scheira drängt Visintin klug nach außen. Der Rest ist eine Millimetersache. Grenzenlos der Jubel im Zielstadion. Markus Scheira darf sich über seinen ersten Triumph vor seinen Fans freuen. Sein insgesamt vierter im Weltcup. Mit Sicherheit der schönste.
Ja, souveräner geht's nicht mehr, Markus. War das heute für dich der perfekte Renntag eigentlich? Ja, weil ich das erste Mal jetzt sicher bin und die Lüge und du war es schon gewaltig. Es erleben wir nicht oft, dass es mal so einträge wird von der ganzen Zuschauer und ich habe es wirklich genossen und ich bin heilfroh, dass es alles so gut vonstatten gegangen ist. Es steht fest, heute hat sich auf alle Fälle der Schnellste durchgesetzt. Du hast alle Heats gewonnen, mehr oder weniger souverän. Beim ersten war es ganz spannend, da warst du mal kurz eingeklemmt. Wie ist es dir da kurzzeitig gegangen? Man merkt, beim Watercross kann eigentlich alles passieren, auch wenn man schnell ist, oder? Ja, gut. Gestern die Quali war souverän, heute das Rennen war eigentlich auch recht gut, muss ich sagen. Es ist zwischendrin mal ja, knapp, hätte ich nicht sagen, aber weiter hinter wird es weiter, wie ich nie gesehen. Es ist wirklich alles so gelaufen, wie wir wollen haben. Ich habe einen Wahnsinnslatten unter den Füßen gehabt und ich hoffe, dass es jetzt so weitergeht. Wir haben ein paar Bilder noch von deiner Siegerehrung, was da vor wenigen Minuten gerade passiert ist. Hast du das Ganze schon realisiert oder weißt du, was heute eigentlich passiert ist oder kommt das erst? Nein, ich bin gerade erst vor einer halben Stunde von der Piste gekommen. Ich muss das Ganze jetzt mal ein bisschen sacken lassen. Aber ich denke, wenn wir den jetzt wieder morgen im Hotel noch zusammen ein Bier trinken, wird das noch realisiert werden. Wie wichtig ist dieser super Auftakt in die Olympiasaison für dich, wenn man bedenkt, dass du vor 4,5 Jahren deinen letzten von insgesamt 4 Weltcupsiegen gefeiert hast? Ja, es war enorm wichtig, gerade beim Heimweltcup noch dazu vorne dabei zu sehen. Es ist schon ein bisschen Kindheitstraum für mich in Erfüllung gegangen, muss ich sagen. Wenn man das jetzt gerade gesehen hat, es war wirklich unglaublich, da oben auf der Bühne zu steuern. Ein höherer Puls geht auf der Piste heute. Und ja, es bleibt zu hoffen, dass das so weitergeht. Markus, du bist 2009 Weltmeister geworden, du hast 4 Weltcup-Siege. Mit den Olympischen Spielen hast du so noch nicht eine echte Freundschaft geschlossen. Es gibt in Sochi die Riesenchance. Ist das so das letzte Mosaikstein, das noch fehlt in deiner Karriere? Ja gut, der Sochi wird mich auch noch kennenlernen. Nein, Schmäh. Es ist noch lange Zeit bis in Februar. Wir haben noch 4 Rennen bis dahin. Es kann viel passieren, das weiß ich ganz genau. Und ich will mir da jetzt noch hier nicht irgendwas ausrechnen. Ich glaube, ich bin gut drauf, die anderen wissen das so und das kann mich nur zu meinem Vorteil sein. Wie wichtig war es für dich, einmal so, wie es so schön heißt, eine Duftmarke zu setzen und auch den anderen zu zeigen, ich bin da in der Olympiasaison, ihr könnt euch warm anziehen? Ich glaube, das mit der Duftmarke habe ich gestern schon erledigt mit der Quali und ja, das mit dem Rennsieg, die Kür, das hat das Ganze getoppt, das ist enorm wichtig. Aus meiner Warte muss ich sagen, wenn ich mal so ein Favorit habe, wie zum Beispiel der Alex Bullin letztes Jahr, den weiß ich ganz genau, der ist gut drauf und da gange ich anders in den Start, wenn so neben mir steht, das wäre, wenn ihr plötzlich den Nudler da neben mir steht. Und ja, ich hoffe, dass die anderen das jetzt alle kapiert haben, dass Munter Funer, dass die Österreicher vor allem wieder gut drauf sind und die können sich warm anziehen, erst mal in Lake Louise. Danke Markus, wir müssen schon langsam Platz machen, denn Crow macht sich bereit, ein echter Superstar aus Deutschland. Ein Raptor, da freuen sich die 5000 Fans jetzt drauf und das klingt dann ungefähr so.